Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Resi 4. Heute geht's weiter. Aber erstmal gehen wir in die Richtung hier weiter. Denn wir haben keine Ahnung, was uns hier erwartet. Und das ist auch nicht das Hauptziel. Bitte, was? Okay, hier können wir einfach rüberfahren. Probieren wir es mal aus. Einfach mal, um die Cutscene gesehen zu haben, mindestens. Fahren wir jetzt zum Hauptsaal? Tatsache. Ey, sowas meine ich. Guck, das ist so ein cooles Level-Design. Auch wenn man natürlich sagen muss, das ist jetzt natürlich irgendwie, nicht das Besonderste, aber das ist einer von Aspekten, von den vielen Aspekten, die ich einfach sehr cool finde. Ja, das ist doch schön. Verschlossene Schublade, Schrank mit rechteckiger Vertiefung. Gut, aktuell können wir da gar nichts machen. Gehen wir zurück zum Händler. Oh. Okay. Immerhin stürzt es nicht ab, das ist aktuell meine größte Sorge. Das passiert hin und wieder bei Hogwarts Legacy. Was ich immer ein bisschen schade finde, weil, ja, das trübt dann irgendwo schon so den Gesamteindruck und einerseits überlegst du dir ja so, yo, du gehst in diese Welt, hast dann ganz gechillt, so ein bisschen hier diesen Eskapismus-Gedanken, ja, flüchtest in so eine schöne Welt. Und dann ist es so, dass, oh, drei Köpfe, okay. Dann ist es so, dass du dabei gestört wirst. Ah, Ratten. Okay. Ach stimmt, hier sind ja auch nochmal hier die, wie heißen sie? Die blauen Dinger hier. Medaillons. Nee, aber das ist halt so ein Ding, da steht sich halt das Spiel dann wieder selbst im Weg. Und das ist erst seit einem Update so, das verstehe ich dann halt nicht so recht. Wieder rechteckige Vertiefung. Boah, ich merke, selbst die Discord-Hauptseite auf dem Zweitbildschirm anzuhaben, ist irgendwie immer wieder ablenkend, weil wenn jemand online geht, dann rutschen die 10 Leute, die irgendwie unter ihm online sind, nochmal einen Platz runter. Letztendlich gibt es da sehr viel Bewegung. Okay. Also wir müssen hier rein. Ah ja, das ist die Tür, das ist das Hauptziel. Ja, es gibt hier verschiedene Türen. Wo gehen wir als erstes hin? Hier. Türen Ratte. Leon. Danke. Ratten sind auch unheimlich intelligente Lebewesen. Es ist enorm schade, dass die halt, ja, irgendwann Statue of some snakes. Leider, Krankheiten übertragen haben. Die Pest müsste es ja gewesen sein, die ganz, ganz groß war da. Wait. Eat here? No thanks. Und trotzdem setzt sie sich in LOL. Nothing's happening. Okay, da müssen wir wahrscheinlich bestimmte zwei Klingeln nehmen. Oh, eine Ente. Nee, Pelikan. So, you do a lot of missions like this? Well, yeah. Kannst du wieder aufstehen, ne? Such good company. Is that a compliment? Take it however you want. Leon. Okay, ganz kurz. Sie sitzt. Okay, auf was muss ich genau achten? Also ich habe auf jeden Fall. Okay, sie hat zwei Messer, eine Gabel, einen Löffel und sonst nichts. Ich müsste. Oh, hallo. Gut versteckt.
Okay, ein Krug und, ja, okay, das ist mein Platz. Wo sitzt Ashley? Ashley sitzt vielleicht sogar schon direkt richtig, oder? Weil sie hatte, glaube ich, nichts. Nee, die hat Traum. Hier, bitteschön. Have a seat. Okay. Und ich muss hier hin, weil ich habe auch ein Brötchen noch. Okay. Ich fänd's cool, wenn es nur ein Rätsel ist. Bam. Sehr gut. Looks like we figured it out. Ich dachte erst, es wäre nur so eine Spielerei, dass du einfach zwischendurch das mal so machen kannst. So, oh ja, setzen Sie sich, Milady. Hier geht's nicht weiter. Oh, doch, blaues Medaillon. Moment. Selbst im Speisesaal machen die hier nicht Ruhe. Ham. Erledigt. Ich hätte nichts gegen so eine Folge, wo es wirklich mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ruhig ist. Wo man quasi nichts an Feindkontakt hat. Das ist doch mal schön, ja. So. Oh, hallo. Hey, Leon, there's some armor. Bet you could use it like a bulletproof vest. Little old-fashioned for my taste. Okay, aber mach. I think you'd look pretty dashing. Konnte man Ashley das nicht anziehen? Oh, kleiner Schlüssel. Cool. Das ist sehr gut. Grünes Kraut, auch schön. Einmal... Wait, was konnte ich hier machen? Ach, drüber springen wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja. Hm. Da müssen wir mal runter. Wait, wo sie steht, ist noch ein blaues Medaillon, oder? Eine Etage drunter, oder? Warte mal, der Raum dahinter, der öffnet sich danach, oder was? Ja, wahrscheinlich ist das irgendwie sowas. Geh mal runter. Ashley, stay up there. Okay, jetzt. Ich habe eine Vorahnung. Oh lol. Besen. Flinten. Oh, geil. Wait. Boah, sehr gut. Schön die Vorräte auffüllen. Easy peasy. Nichts vergessen. Ja, okay, warte mal. Das triggert wahrscheinlich irgendwas, dass sie runterkommt. Leon, the armor! Come on, you can't be serious. Oh. Hey! Wow, 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 nicht auf mich. Ehre, Ashley. Die ist übelst gut. Ashley, it's okay. Just stay safe.
Moment. Ah, das ist noch einer? Okay. Alter, wie viele Spinels ich hier krieg? Oh je, oh man. Go to hell, you rusty piece of shit. Nein, ich wusste es, ich hab's gehört. Hey, are you okay? Yeah. Nighty-night. That lever. Hey. Weiter geht's. Okay, 4 von 6 Medaillons haben wir. You don't think they're... Seltsamer Quader. Den können wir doch sicher verwenden für die Schätze. Waffen... Wait a second. Waffenkammer. Wo war hier Pistolenmunition? Oben wahrscheinlich. Ja gut, wir gehen wahrscheinlich eh gleich nochmal nach oben. Dann können wir mal kurz schauen. Wir sind halt an einem Punkt, wir brauchen alles. Warte mal, was bist du eigentlich? Warum bist du angemalt? Oder spiegelt das einfach nur... With fun for a reason, stranger. Okay. Das muss unten sein und das müssen wir so umdrehen. Jetzt lohnt sich nochmal zurückzufahren und das andere Schätzchen zu holen. You have the stench of battle on you. Come on. Also okay. Auf in den Hauptsaal. Zwischensequenz können wir skippen. I think we made it. Ja, wir sind da. Ich hoffe, hier sind keine neuen Gegner. Das wäre irgendwie ein bisschen lame. Schreibmaschine. Oh, it leads back here. Oh Mann. Wow. Lol. Hä? Was machen die denn? Señor,
Somos tu ganado. Oh, Señor. Dios. Nice. Roter Barrel. Ich sag ja lame. So. Auf geht's. Den Schatz dürfen wir uns aber trotzdem nicht entgehen lassen. Benutzen. Wait, so. Drehen. So. Perfekt. Jetzt muss es aber auch richtig hier scheppern. Justitia-Statue. Eine verschlossene Schublade, wir nehmen erstmal die mit. Dann müssen wir, wenn wir noch einen Schlüssel finden, nicht so ewig weit zurückreisen. Goldplättchen. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ich glaube, wir haben hier tatsächlich jetzt alles eingesammelt. Ja, ich habe da vielleicht eine etwas eigene Sicht, aber ich bin halt irgendwie mittlerweile an dem Punkt bei Games, wo ich mir denke so, ey, zumindest bei Shootern oder so, das Gameplay selbst catcht mich halt nicht. Ich will halt eigentlich das gesamte Drumherum haben. Und deswegen bin ich auch jemand, der immer wieder so sagt, so, ach nö, schon wieder irgendwie Gegner und Kämpfe und keine Ahnung was. Das ist halt so das Ding, warum ich da immer so ein bisschen, warte mal, ganz kurz, aber wenn die Pistolenmunition Stockwerk drüber ist, das muss da sein. Das muss im unteren Stockwerk sein. Haben wir hier alles benutzt schon? Nee, oder? Okay, warte, das muss ich kombinieren. Ja, wir haben aktuell nur noch die ganzen Rubine. 21, bringt trotzdem ordentlich was. Also, du gehst weg, du gehst weg. Und du gehst weg. Thank you. Broken Butterfly. Nee, das ist die Red 9. Boah, die Schrotflinte 12,8 Schaden. Schrotflinten sind echt immer stark, ey. 65.000, also. Na? Könnte man denn hier irgendwas noch verkaufen, was sich dann lohnt? Stiefelmesser. Zumindest verkaufen wir es mal. So, neu anordnen. Die beiden Kollegen kombinieren wir hier. So, dann können wir mal ein bisschen was herstellen hier. MP-Munition, um einfach ein bisschen zwischendurch ballern zu können. Pistolenmunition, auch um ballern zu können. Hä, 5 Bonus? Wie denn das? Warum kriege ich da einen Bonus? Nicht, dass ich mich beschwere, aber... Habe ich irgendwas Besonderes gemacht, oder? Ach da, hello there. 15 Schuss sogar direkt. Dann haben wir jetzt immerhin 40 Schuss für die Pistole, was auf jeden Fall hilfreich ist. Und 30 Schuss für die Maschinenpistole, was natürlich auch hilfreich ist. Wir können hier die Köpfe schon mal einsetzen. Ja, der kommt in die Mitte. Hm? Eine Ratte müssen wir noch holen und 2 blaue Medaillons, wenn mich nicht alles täuscht. Ach ja, Gewehrmunition. Oh, das ist cool. Ja, Mann. Oh, wait. Doch, da waren wir schon. Okay.
zweimal Schießpulver. Das geht nicht auf. Da hinten. Keiner reagiert. Da unten kommen wir auf jeden Fall auch noch hin, weil da sind Kräuter und so. Oh. 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 Ja, Ashley, warte mal einen Moment. Shit. Get back. No. I'm coming for you. Gloria, las plagas. Gloria, break over. Dumme Pistole, ey. Leon, he's dead. Oh, Señor, sos tu matriz. Nada más para. Gibt kein Friendly Fire, alles gut. Was kommt als nächstes? Chokeslam? Nein. Böse. Oh, die Blendgranaten hätten geholfen. Ey, wie viele denn noch? Ey, oh Gott. Get back here. You're right. Yeah, I'm fine. Auch wieder Muni. Close your eyes. Ist der Große damit auch weg? Ja, Mann! Übelst cool. Not bad, right? Gloria las plagas! Gloria las plagas! Du bist nicht besonders. Komm her. Sorry, must have slipped. Ah, da ist noch einer. Hau ihn runter. Oder so.
out of the way. So, wir sind durch. Wie kommen wir wieder hoch auf die Brücke, wenn ich die jetzt hochhalten lasse? Making progress. Look at Miss Positive. Hm? Ach da, okay. Das war die abgeschlossene Tür am Anfang. Ey, wie gesagt, es ist halt, finde ich, immer übelst smart, wie die Levels hier designt sind. Das ist unfassbar cool. Hör ich eventuell noch eine Ratte? Würde halt passen, dass bei jedem Rätsel eine Ratte da ist. Ich mir eventuell doch die Schätze noch behalten müssen, weil der gelbe Diamant bringt, glaube ich, sehr viel Kohle. Nach denen habe ich jetzt gar keine Ausschau mehr gehalten. Last one. Ah, das letzte müssen wir noch finden, ja. Also schön umschauen. Ich glaube, wir sind aber durch. Gibt's auf dieser Ebene noch irgendwas? Nee. Oh, oh, oh. Nice. Ah, noch ein bisschen Flintenmuni. Nice. Ein Schuss, der sich definitiv gelohnt hat. Gibt's hier keine Ratte? Wait, was ist hier? Verschlossener Schatz, verschlossener... Achso, das ist der nächste Raum schon, oder was? Alright. Tür geht auf. Wir gehen kurz zum Händler zurück. Oh, Mann. Leon, the stairs! Stay back. Rein. Stark. I won't run. Oh mein Gott. Okay, noch schlimmer als keine Kämpfe oder Kämpfe ist, wenn du gar keine Kampfführung machen kannst. Also keine Kämpfe führen kannst. Oh, okay.
Es ist gerade hier kein Licht, gibt es so unangenehm. Auch noch mit den ganzen Tierköpfen hier. Hm. Die Ratte! Stech sie ab! Ich glaube, wir sind eh aus dem Areal raus, wo man die Ratten... ...holen muss. Ah ja gut, wir kommen mit Leon auf jeden Fall noch hierher. Die ruhenden Ahnen antworten zur vorbestimmten Zeit. Suchst du den Segen des Herrn, so habe Mut und fürchte nicht die Dunkelheit. Da ist auch eine Uhr, oder? Fürchte nicht die Dunkelheit. Ist jetzt die richtige Uhrzeit? Aber da sind zwei größere Striche. Habe ich hier irgendwo noch einen Hinweis? Also damit machst du sicher hier diese... Oh, doch nicht. Okay, warte mal, da ist noch irgendwas zum Einsammeln. Oder irgendein Zwischenziel oder so. Also was macht man mit Ashley, wenn hier jetzt jemand... Ich habe überhaupt kein Interesse daran, da jetzt reinzugehen, ne? Okay. Fürchte nicht die Dunkelheit. Ich gehe mal auf 12 Uhr. Zehn vor zwölf oder zehn nach zwölf. Der kleine Zeiger ist ungefähr auf 11 Uhr. Entweder so 10 vor 11 oder 10 nach 11. So, oder nee, warte mal, 5 nach 11 oder so ist es oder so. Ja, so 2 nach 11. Also 11 Uhr. Ja. Okay, in diesem Raum kommt leider keine Info. Ja, wahrscheinlich würde man das auch nicht so klein und undetailliert machen, wenn das die Lösung wäre. Jetzt mit Ashley ist bis jetzt, finde ich, der von der Gefühlswelt her schlimmste. Wie gesagt, ich bin absolut kein Fan davon, wenn du nichts gegen Gegner tun kannst. Hm, da kann ich unten durchkrabbeln. Hidden staircase?
It must lead to a secret room or something. Wo? Da. Okay, wenn der Schatz eh verschlossen ist, muss ich auch nicht groß gucken. Okay, Dave, bereite dich darauf vor, im Zweifel deinen Speedrunner-Gen zu finden. Wenn sie leuchtet, warum steht sie dann automatisch? Ist taktisch nicht so smart. Schrank mit rechteckiger Vertiefung. Okay, wir kommen mit Leon auf jeden Fall nochmal hierher. Natürlich kommt er hierher. Let's go. Nein, hier komme ich nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Gut ist, er kommt hier nicht rein. Nein! Das ist leider eine sehr gute Frage. Okay, woran erkennen wir das? Woher weiß ich, welcher Schlüssel der richtige ist? Meine Güte! Alter, okay. Woher weiß ich, welcher Schlüssel der richtige ist? Habe ich den Schlüssel? Ja. Ich habe halt keine Ahnung. Wir machen das jetzt. Wenn ich es mache, ohne entdeckt zu werden, dann kann ich ja jeden Schlüssel durchtesten. Er entdeckt mich scheinbar auch nur, wenn ich stehe. Ja, oder wenn sie laute Geräusche macht. Wow. Übel smart, Ashley. Ach, ich kann einfach durchprobieren. Oh je. Na gut. Okay. What now?
Wo sind wir? Wir kommen gleich wieder zur großen Halle. Leon? Ashley, are you okay? Hang on, I'll figure something out. Cool. Jawohl, rein mit der Laterne, oder? Die Insignie. Um diesen gottverfluchten Ort zu entkommen, brauche ich die Insignie von Familie Salazar. Doch um sie zu holen, muss ich ins unterirdische Mausoleum, dorthin, wo die scheußlichen Rüstungen warten. O gnädiger Gott, lass dein gerechtes Urteil über den gottlosen Thronräuber, das wahnsinnige Monster walten, das Raymond Salazar ist. Und möge dein gesegnetes blaues Licht deinem ewig treuen Diener Schutz gewähren. Okay. Ich verstehe. Hier ist auch eine Uhr. Und da müssen wir wahrscheinlich auch gucken. What's this slot for? Ah ne, okay, wir müssen die Uhrzeit hier auch einstellen. Okay, Leute, wir können saven. Wir machen das. Werte Damen und Herren, ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei Raisi 4. Beim nächsten Mal geht's weiter. Hoffentlich nicht allzu lange mit Ashley. Natürlich nichts gegen sie. Ich finde sie ja total sympathisch. Aber, ja, der Plan ist auf jeden Fall, weiter mit Leon zu zocken. Damit man sich im Zweifel auch wehren kann. Danke fürs Einschalten. Bis demnächst.